Hallo Leute, Marc hier von MacMath Studios. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder bei Banggood bestellt und dieses Mal ist es das Unterwassergehäuse zur Blackview 2 Actionkamera, die ich vor kurzem getestet habe. Ist eine sehr, sehr coole Actionkamera, die in 2,7K aufnimmt. Das bedeutet, sie hat eine höhere Auflösung als Full HD. Und die gibt es halt in der Version mit ganzem Zubehör, mit Unterwassergehäuse, mit GoPro-kompatiblen Halterungen oder eben komplett nackt, also nur die Kamera mit Akku und Ladegerät. Und diese habe ich eben bestellt, da ich einfach noch zu viele Halterungen von anderen Actionkameras habe. Jawohl, und das hier ist das Gehäuse und ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt mal aus und passen die Kamera da ein. Wenn ihr die Kamera als komplettes Set bestellt, habt ihr zum Beispiel auch ein Armband mit einem kleinen Display, mit dem man das Videobild live überwachen kann. Ich kann darauf verzichten und habe, wie gesagt, hier nur dieses Unterwassergehäuse nachbestellt für knapp 9 Euro. Und mit diesem Unterwassergehäuse kann man eben dann die Kamera vor Wasser schützen und natürlich hat man auch diese Halterung hier unten, also diese Schraube und diese Klickhalterung, die ist wie gesagt GoPro kompatibel und sozusagen kann man das überall einsetzen, wo man auch die GoPro einsetzen könnte. Auch so vom Design her ist die Kamera sehr cool, also wie gesagt, die nimmt 2,7K auf, ist eine MicroSD-Karte drin, ich würde sagen, wir packen das hier jetzt mal rein und machen das hier wasserfest und dann gehen wir auch raus und machen die ersten Testaufnahmen. Bin ich sehr gespannt drauf, ob das gut funktioniert. Auf jeden Fall muss man hier ein bisschen Druck anwenden, dann kann man hier oben diesen Hebel hier einklicken. Das geht am Anfang ein bisschen schwer, soll aber auch so sein, soll ja auch kein Wasser reinkommen. Und dann ist die Kamera sozusagen wasserfest. Und wasserfest ist das Gehäuse dann bis zu 30 Metern, was also wirklich ordentlich ist, bis zu 30 Meter Tauchtiefe. Hier hinten ist noch so eine Folie drüber, ebenfalls vorne am Objektiv. Diese lasse ich mal drauf, eben als kleinen Schutz. Jawohl, und hier sind kleine Knöpfe angebracht außen, das heißt, man kann die Kamera problemlos auch in dem Gehäuse von außen bedienen. Jawohl, entweder wenn man das komplette Set hat der Kamera, hat man da so eine Art Smartwatch, wo man diese Kamera komplett über diese Uhr steuern kann oder eben hier am Gehäuse, das funktioniert auch. Da ich die Kamera öfters an RC-Modellen einsetzen werde, kann ich da durchaus darauf verzichten, auf dieses Armband. Allerdings ist es eine coole Idee, da es in Echtzeit überträgt, aber das nur dazu. Ich würde sagen, das Ganze hier funktioniert, die Knöpfe lassen sich problemlos drücken, die Aufnahmetaste, die Menütaste, also das ist ganz ordentlich. Und auch so stimmt die Verarbeitung, also da ist alles ordentlich gemacht. Deswegen werde ich das Ganze auch ohne vorherigen Dichtigkeitstest direkt ins kalte Wasser werfen später. Ich zeige euch noch, wie die Kamera aufgeht. Hier ist so ein kleiner Hebel, den müsst ihr zur Seite drücken. Dann kann man das Ganze hier wieder hochklappen und die Kamera wieder rausnehmen. Und wie gesagt, ich werde das jetzt direkt wieder reinstecken und gleich rausgehen und auch nicht vor unter Wasserhahn testen, denn ich denke mal, das wird funktionieren. Jawohl, hier sind wir an unserem Kneippbecken. Da ist für mich der nächste Platz, um sowas zu testen. Und da ist auch die Optik unter Wasser ganz gut, also das funktioniert. Perfekt für ein paar Unterwasseraufnahmen für die ersten. Jawohl, ihr seht, ich bediene die Kamera gerade mit einer Hand. Das ist ein bisschen fusselig, funktioniert aber. Jetzt ist er auf Aufnahme und dann würde ich sagen, dass wir das Ganze mal langsam ins Wasser bringen. Ich bin auch froh, dass das Gehäuse genau an dem Tag eingetroffen ist, denn es waren draußen knapp 38 Grad im Schatten und ich bin auch hier, kann man sagen, ganz kurz vor Sonnenuntergang abends, um das Ganze hier zu testen. Da war auch nichts los hier am Kneippbecken, deswegen konnte ich das hier ganz entspannt machen. Und ihr seht schon, das Ganze hier funktioniert, also ich halte das jetzt mal 20, 30 cm unter Wasser. Aber ihr seht schon, die Optik ist sehr, sehr cool hier unter Wasser mit der Kamera. Und wie gesagt, das Ganze ist eigentlich eine Lowlight-Situation. Also auch bei diesem Licht hat es ganz gut aufgenommen und hat auch funktioniert. Ich war ein bisschen aufgeregt, ob da Wasser reinkommt. Ist nichts reingekommen, ist also hundertprozentig dicht. Und ich war noch ein bisschen unterwegs und habe noch ein paar Aufnahmen gemacht. Und ich würde sagen, mit diesen Aufnahmen lasse ich euch jetzt einfach auch alleine und ihr könnt noch ein bisschen Unterwasseraufnahmen mit der Blackview Hero 2 anschauen. Wenn ihr Interesse habt an dieser Kamera, dann schaut einfach in die Videobeschreibung, da habe ich die Kamera, das Gehäuse oder das komplette Set verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMath Studios. Ciao! Thank you.